Ihr wollt, dass euer Rechner die genaueste Zeit anzeigt, wie euer Rechner sich die Zeit von einer Atomuhr holt, zeige ich euch in diesem Video. Hallo, mein Name ist René Steyes, ich bin Gründer vom SAT-Service und dass der Rechner mit dem Internet sich die Uhrzeit synchronisieren kann, das wissen die meisten. Allerdings holt sich der Rechner die Zeit dann von einem Server, in der Regel von Microsoft. Und wie das noch genauer geht mit einer Atomuhr, das erfahrt ihr jetzt. Um Windows anzuweisen, dass sich Windows die Uhr wirklich jetzt von einer Atomuhr holt, gehen wir jetzt einfach mal hier unten auf die Uhr und klicken hier die rechte Maustaste. Ich zeige das hier jetzt wieder unter Windows 10. Prinzipiell geht es ähnlich unter Windows 7 und Windows 8. Denn dort gibt es den Punkt Datum Uhrzeit ändern. Und wenn ich dort draufklicke, dann startet bei Windows 10 die Einstellung. Bei Windows 7, Windows 8 bin ich gleich im richtigen Fenster. In dem Fall kann ich einen Schritt überspringen. Ich scrolle nun in den Einstellungen ganz nach unten und dort gibt es den Punkt Zusätzliche Datum, Uhrzeit und Ländereinstellung. Ein Klick darauf öffnet mir die Systemsteuerung, wo ich dann sagen kann, Datum und Uhrzeit festlegen. Dort klicke ich drauf und jetzt bin ich eigentlich auch in dem Fenster, wo sich Windows 7 und Windows 8 Benutzer auch befinden. In diesem Fenster Datum und Uhrzeit gibt es die Möglichkeit, hier oben in den Reitern auf Internetzeit zu gehen. Und hier kann ich die Einstellung ändern. Als erstes muss ich kontrollieren, dass hier auch wirklich ein Haken gesetzt ist. Und zwar der Haken bei mit einem Internetserver synchronisieren. Und dann steht hier der Server time.windows.com drauf. Das ist der Zeitserver von Microsoft. Wir wollen aber hier eine Atomuhr drin haben. Entsprechend ändern wir die Adresse wie folgt ab. PTB time. 1.ptb.de. Diese Adresse steht für die Physikalisch-Technische Bundesanstalt in Braunschweig und hier haben wir wirklich eine Atomuhr dranhängen. Jetzt können wir hier auf Jetzt aktualisieren gehen und wenn das geklappt hat, dann bekommen wir hier die Meldung, die Zeit wurde erfolgreich mit dem PTB-Time synchronisiert. Danach klicke ich einmal auf OK. Nochmal auf OK und nun geht Windows hin und passt einmal die Woche die Uhrzeit des Computers mit der Atomuhr der Physikalisch-Technischen Bundesanstalt an. Dass der Rechner die Uhrzeit auch von einer Atomuhr holt, ist also auch ganz, ganz einfach und genauere Zeit gibt es nicht. Achtet ihr auch so extrem auf die Zeit oder sagt euch, wenn es Pi mal Daumen stimmt, dann reicht mir das. Schreibt es mir in die Kommentare und falls ihr zeitmäßig unter Druck seid, weil der Computer nicht so möchte, wie ihr wollt, dann habt ihr hier die Möglichkeit, Freude an der IT zu erfahren, denn dort bekommt ihr den direkten Draht zu mir. Und wenn euch dieser Tipp geholfen hat, dann Daumen nach oben nicht vergessen und auch nicht zu vergessen zu abonnieren, damit ihr auch weiterhin sehr viel neue Tipps bekommt, die euch die Freude an der IT wirklich garantieren.